Guten Morgen, Leute. Ich weiß nicht, ob Anna schon guten Morgen gesagt hat, aber ich sag mal guten Morgen. Mama und ich sind auf dem Weg ins Büro. Weil wir dort ein paar Papiere ausfüllen für Tante Stella und Bum Bum. Wer uns schon länger verfolgt, die wissen, wer Tante Stella und Bum Bum ist. Also einmal, Tante Stella ist ihre Schwester und Bum Bum ist ihr Sohn. Und die wollen, also wir haben geplant, die einzuladen nach Deutschland für 3 Monate. Also wenn Bum Bum Ferien hat, weil dort die Ferienzeit auf den Philippinen ist von März bis, also Bum Bum hat bis Juli, die haben 3 Monate Ferien. Und deswegen haben wir gedacht, wir laden die dann nach Deutschland ein. Das wäre dann das erste Mal für die überhaupt in einem anderen Land. Und die kann halt einfach, also nicht einfach so hierher, sondern wir müssen die erstmal einladen. Wir müssen dann quasi nachweisen, dass wir das uns leisten können, die hier einzuladen, also für 3 Monate quasi zu verpflegen. Und dann können die erst hierher, beziehungsweise müssen dort noch bei der deutschen Botschaft ein Interview führen, gell? Mhm. Was die hier halt machen wollen und so. Ja. Also voll viel Hickhack. Wenn du jetzt hast, dann können die jetzt einen Termin ausmachen. Echt? Mhm. Okay, dann sag ich vor März, ja. Ja, ich weiß halt nicht, weil die noch nie so richtig so einen Langstreckenflug hatten und überhaupt hier zurechtzukommen und so. Hm. Genau, und dann fahr ich mit Mama ins Manimobilia, weil dort wollte sie einen Tisch kaufen, weil dort ist irgendwas im Angebot, gell? Mhm. Sind mal gespannt, ob es die Möbel noch gibt, die Mama gesehen hat in der Werbung. Weil es ist nämlich gerade 70% auf alles reduziert bis morgen. Deswegen sind wir mal gespannt. Aber sowas ist immer eigentlich alles schon weg. Ist schöner, schöner. Ja, da gibt es schöne Gartenmöbel. 2000. Ciao. Ey Leute, mit Mama ist es so anstrengend, einen normalen Tisch einkaufen zu gehen. Da waren so viele gute Tische. Also richtig gute. Die haben nur so 200 Euro gekostet. Und es waren so Tische, die man so ausziehen kann und dann wird es zu so einem richtig langen Tisch. Ach, Mama ist so wählerisch. Wo ich mir denke, so, hey, du kannst doch nicht wählerisch sein. Sind, also bei dem Preis. Jetzt will sie irgendwie noch auf einer anderen Etage gucken, ob es da noch einen anderen Tisch gibt. Mal. Ich weiß, du sagst jetzt, es wird so wie beim letzten Mal sein. Da haben wir auch 1000 Tische angeguckt, waren wirklich 4 Stunden hier und haben uns dann am Ende für gar keinen Tisch entschieden. Die Frau macht mich fertig. Schauen. Ja, mal, ich sehe es doch von hier. Also Leute, ich weiß nicht, was Mama irgendwie in ihrem Kopf hat, aber Mama hat also helle Lederstühle. Also so ein ganz helles Grau. Das passt doch nicht zu so einem Holztisch. Macht doch gar keinen Sinn. Dabei, also unten gab es so einen schönen grauen Tisch. So ein grauer Holztisch, den man ausziehen kann und es sieht gut aus. Sie fragt mich jedes Mal nach meiner Meinung, aber sie weiß ja eigentlich schon, was meine Meinung ist, aber irgendwie ignoriert sie die. Deswegen sage ich lieber nichts. Ich soll lieber selber entscheiden und dann fertig. Anstrengend, Leute. Ah, oh, Katharina. Ma. Ja, aber ich guck mich, wo ich bestellt habe. Ma, ich habe nichts gemacht. Ich habe gesagt, mach einfach, was du denkst. Nur ich denke halt praktisch. Dann bin ich praktisch weg, dass ich versteckt habe. Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich saß dann einfach nur rum und du konntest entscheiden, was du willst. Und jetzt, also das Angebot geht noch bis morgen. Und Mama hat jetzt bis morgen Zeit, sich wirklich in Ruhe Gedanken zu machen. Und dann könnt ihr morgen in Ruhe entweder den einen Tisch bestellen. Das einzige Nachteil ist echt an dem anderen Tisch. Aber ihr habt es ja auch nicht eilig. Ist, dass der erst in 7 bis 8 Wochen geliefert wird. Also man kann den erst in 7 bis 8 Wochen bestellen. Aber im Endeffekt denke ich mir, so ist auch eigentlich gut, weil dann kannst du dir eine Ruhe aufbauen. Ne? Da, bis dahin ist dein Arm schon gesund. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Mama ist traurig. Ja, Mama ist sehr traurig. Sieht Mama in ihr Gesicht? Sieht man in ihr Gesicht. Wegen einem scheiß Tisch, Alter. Ich bin noch nicht wieder bereit. Bestell doch einfach.
Nein, ich, wenn man bestellt, das nehme ich die, wo, die, wo wir wollen. Na, oder ihr wartet einfach, bis es den perfekten Tisch gibt. Aber eigentlich, Anna, gibt es keinen perfekten Tisch. Das sind so verschiedene Geschmäcker. Mensch, Mensch. Guck mal deine Augenringe an. Das ist, tut dir nicht gut, mein Sohn. Und ich wundere mich, warum ich meine 5 Kilo nicht runterkriege. Aber nachdem, lass es dann. Ich beantworte gerade eure Kommentare. Ja, viele fanden den dritten Teil von Shades of Grey, 50 Shades of Grey voll gut. Aber, also ich fand den eigentlich so lala. Also ich fand irgendwie die Storys drumherum. Ja, das ist der dritte Teil und auch der letzte Teil. Und ich fand die Story irgendwie drumherum, die waren irgendwie so unnötig. Also, wisst ihr, was ich meine? Irgendwie war das so, die wurden irgendwie gar nicht richtig ausgeweitet. Die sind irgendwie nicht so sehr ins Detail gegangen, sondern es war einfach so eine grobe Nebenstory drumherum. Dass halt was, ein bisschen was passiert, aber ich hatte das Gefühl, die haben das einfach nur so geschwind eingebaut. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. So, ich habe jetzt gerade geduscht und mir schon mein Schlafzeug angezogen. Kat ist gerade unsere Cousine abholen, weil ihr Auto ist in der Werkstatt und Kat holt sie quasi ab, weil sie ja ihr Auto abgeben muss. Ich bin immer noch jedes Mal außer Atem, wenn ich die Treppen hochlaufe. In diesem Schlafoberteil wird mein Bauch richtig betont. Ja, das Zimmer ist wie immer unordentlich noch. Ich wollte euch mal kurz was zeigen. Und zwar habe ich für die... Oh, habe ich das jetzt? Ich glaube, das ist unten. Und zwar habe ich für unser Baby eine Hose bestellt. So sieht die aus. Voll cute. Richtig süß, auch in Mintgrün. Und so ein kleines Mützchen in Pink. Wir haben ja im... Wir haben in einem Monat ungefähr den 3D-Ultraschalltermin. Ah, nee, warte mal. Wir haben in 2 Wochen wieder einen Frauenarzttermin. Dort wird einfach eine ganz normale Untersuchung wieder gemacht. Und dann eine Woche darauf machen wir die große Untersuchung, wo ich den Zuckertest dann machen werde. Und mir wieder Blut abgenommen wird, alles Mögliche. Warte, ich wollte euch mal kurz was zeigen. Und zwar lese ich ja zurzeit das Buch von Isa Bo durch. Viele von euch haben mir das empfohlen. Mir hat das Maren geschenkt. Sie hat es von Isa Bo, glaube ich, bekommen. Und deswegen hat es mir gegeben, weil ich ja das gerade brauche. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht alles durchgelesen. Ich habe bisher nur so ein paar Seiten durchgeblättert und habe mal so ein paar Sachen überflogen. In diesem Buch beschreibt sie quasi, wie ihre Schwangerschaft war und hat auch ein paar Tipps. Zum Beispiel, was man für Erstausstattung braucht fürs Baby. Dann so eine Checkliste für die Kliniktasche und alles Mögliche. Also es ist echt mega, mega praktisch. Und ganz am Anfang wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich mache jetzt einfach mal hier ein Beispiel. Und zwar, dass zum Beispiel der 4. Monat, die 13. bis zur... von der 13. bis zur 16. Woche geht. Ich dachte irgendwie immer, der 4. Monat fängt immer ab der 16. Woche an. Jetzt bin ich ja in der 23. Schwangerschaftswoche. Das heißt, ich bin Ende... Warte kurz. Hier, der 6. Monat ist die 21. bis 24. Woche. Das heißt, ich bin quasi Ende 6. Monat. Das liegt ganz einfach daran, weil... eine Schwangerschaft, der 10 Monate geht. Ich habe das aber irgendwie voll vergessen, dass die Schwangerschaft 10 Monate geht. Ich finde, man sagt ja immer, ja, 9 Monate schwanger und so. Also zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, hey, in welchem Monat bist du? Und ich sage, im 6. Monat, dann sagen die, ah, nur noch 3 Monate. Aber nee, eigentlich sind es 4 Monate, weil die Schwangerschaft ja 10 Monate geht. Wisst ihr, was ich meine? Das hat mich auf jeden Fall am Anfang verwirrt. Jetzt zum Beispiel im 6. Monat, da beschreibt sie, wie das Baby sich entwickelt oder wie es dem Baby geht. Und wie es ihr geht. Oder hier, deine Kliniktasche, Checkliste. Da steht eigentlich alles drin.
Mutterpass, Krankenkassenkarte, Ausweis, Geldbeutel, Behördenunterlagen wie Sorgerechtserklärung und die Vaterschaftsanerkennung. Wenn man nicht verheiratet ist, dann muss man ja eine Vaterschaftsanerkennung machen. Juli und ich werden das irgendwann machen, dann kurz vor der Geburt. Eine Vaterschaftserklärung und genau die Sorgerechtserklärung dann auch beim Jugendamt. Kulturbeutel mit Kosmetik- und Hygieneartikeln. Föhn, 2 bis 3 Oberteile, 2 bis 3 bequeme Hosen, 2 bis 3 Stilltops, 1 bis 2 Still-BHs, 2 bis 3 Paar Socken, 2 bis 3 Paar Unterhosen, also so, sogar sowas steht dreht. Ich finde es auf jeden Fall echt interessant. Sie ist ja, glaube ich, schon dreifache Mutter jetzt und auch eine YouTuberin. Falls ihr ihr Kanal noch nicht kennt, könnt ihr ja gerne mal bei ihr vorbeischauen. Sie heißt Isabo, also hier Isabo. Ja, es kommen auf jeden Fall noch sehr, sehr viele spannende Termine auf mich zu oder auf uns zu. Und ja, Update zum Babynamen. Wir haben übrigens immer noch keins final ausgewählt. Wir haben zwar so unsere Favoriten, aber irgendwie sind wir uns doch noch irgendwie unschlüssig. Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall noch sehr, sehr viel überlegen. Dann wegen dem Kinderzimmer. Es kommen, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche die ersten Möbelstückchen, die wir halt... Also die Wickelkommode und sowas kommt dann. Ich zeige euch auf jeden Fall auf meinem Hauptkanal das fertige Babyzimmer, wenn es überhaupt irgendwann mal fertig wird. Weil hier drin ist irgendwie alles noch so vollgestellt. Hier sind 2 Kleiderschränke drin, eine Couch. Ich weiß nicht, ob das hier alles so reinpasst. Ich weiß, unsere Vlogs sind zu Hause nicht so spannend. aber ja... Das ist halt unser Alltag. Viele haben geschrieben, dass sie... Ich hab vorhin übrigens eure Kommentare gelesen und viele haben geschrieben, dass sie 50 Shades of Grey voll gut fanden, also den letzten Teil. Mich hat das nicht so überzeugt, aber das ist ja Ansichtssache. Viele haben auch geschrieben, es ist halt echt ein Unterschied, wenn man auch das Buch gelesen hat. Ich habe die Bücher halt überhaupt nicht gelesen. Ich weiß noch ganz genau, in der Germany's Next Topmodel-Zeit haben alle 50 Shades of Grey gelesen. Als wir dort waren in L.A., wir hatten ja kein Internet und... alles mögliche, also da hatten wir nur diese Bücher eigentlich zur Unterhaltung. Und dann haben wir dieses Buch das war glaube ich Teil 1, da haben wir dieses Buch dann jedem weitergereicht. Als dann alle fertig gelesen haben, dachte ich, okay, dann fange ich halt auch an zu lesen, aber nach dem ersten Kapitel hatte ich keine Lust mehr, ich bin einfach echt kein Bücherwurm. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass die Bücher natürlich anders sind, man kann das natürlich gar nicht vergleichen. Aber ja, ich fand den Film jetzt nicht so. So, wir essen jetzt gemeinsam Abendbrot. Haben ein paar Zutaten vorbereitet. Spaß, haben sogar extra Brot gekauft. Das war alles immer nachgemacht. Wir haben Zutaten vorbereitet. Das will ich doch gar nicht, ey. Lass dich nicht ärgern. Zutaten. Current Situation. Es hat sich bewegt, Schatz, du hast es gespürt. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, einen Film auf Netflix anzugucken. Aber uns fällt irgendwie, ich weiß nicht, wir wissen nicht, was wir angucken sollen. Schreibt uns mal gerne auch ein paar Filmvorschläge in die Kommentare, also für die Zukunft. The Ritual wäre eine Option. Ja, Serien sind halt... Wir haben uns jetzt für den Film... Wie heißt der Film, Schatz? Dschungel entschieden. So, wir sind jetzt fertig. Haben Dschungel geguckt und das war echt ein sehr, sehr guter Film. Da spielt auch der Harry Potter mit. Wie heißt er nochmal? Was? Daniel Radcliffe. Genau. Kannst nicht aussprechen sein. Auf jeden Fall war er sehr gut. Können wir echt empfehlen. Kann es noch googeln. Kann schon Videos geben. Genau, das war eine wahre Begebenheit und wir gucken jetzt, ob es stimmt. Okay, ciao. Ciao.